Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute den Spiegelmotor von dem elektrischen Spiegel beim Golf 3 wechseln, weil wir nämlich folgendes Problem haben. Der Motor hat es nämlich hinter sich. Als allererstes werden wir das Spiegelglas rausmachen. Dazu gibt es in der Videobeschreibung ein Tutorial. Ich habe jetzt dummerweise keinen Keil da, deswegen nehme ich ein kleines Holzstück, um den gleichmäßig rauszukriegen. Wir sehen jetzt schon, dass hier der Motor ist rausgebrochen. Wir werden jetzt mal... Jetzt fällt mir erst auf, dass das ein manueller ist. Aber ich habe elektrische Spiegel. Wir können auf elektrisch umbauen soweit. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass der Vorbesitzer, wenn ihr elektrischen Spiegel habt, habt ihr keine Bautenzüge, sondern Kabel. Wir haben jetzt festgestellt, ich habe ursprünglich elektrische Spiegelverstellung bei mir. Und dummerweise hat der Vorbesitzer aber hier einen manuellen Spiegel verbaut, wahrscheinlich weil er mal abgefahren worden ist oder sonst was. Wir werden jetzt dennoch den elektrischen verbauen. Beim Wechseln ist es eigentlich dasselbe, bis auf das wir halt einen Stecker haben. Und den müssen wir dann auf jeden Fall umrüsten. Genau, dann haben wir drei Kreuzschrauben. Das ist bei manuellen und elektrischen gleich. Einmal hier, hier und hier oben. Diese müssen wir lösen. Falls ihr den Spiegel komplett ausbauen wollt, haben wir dazu in der Videobeschreibung auch noch ein Tutorial. Wenn wir den Motor wechseln, ist es aber nicht nötig. So, jetzt können wir das Ganze, diese Kappe hier schon runternehmen. Servus! So, die Bautenzüge müssen dafür normalerweise raus. Ziehen wir einfach dran. Das sind einfach, dass diese Bautenzüge nicht knicken können. Die werden einfach hier drüber geschoben. Was in unserem Fall ziemlich egal jetzt ist, dann können wir den neuen Spiegelmotor dran machen. Wir haben jetzt bei dem elektrischen Motor haben wir jetzt hier einen dreipoligen Stecker in weiß normalerweise, der da reinkommt, und den könnt ihr nicht verfehlen. Dann können wir das Ganze wieder hinschrauben. So. Nicht abreißen. So, und dann die dritte Schraube hier rein. So, bevor ihr das Ganze reinbaut, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr den Stecker angesteckt habt. Wäre ärgerlich, wenn nicht. Wenn ihr Spiegelheizung habt, vergesst die Pins nicht anzuklemmen. Und dann können wir das Ganze auch wieder hier draufsetzen. Und das Ganze, wenn möglich, richtig rum. So, jetzt haben wir das Ganze. Dann müsst ihr den Spiegel natürlich wieder einstellen. Einfach mal abwischen, weil die Dapper nerven schon ein bisschen. So, und dann haben wir unser Problem jetzt gefixt. Später müssen wir noch Kabel ziehen, das werden wir nochmal ein separates Video machen. Auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass das Video euch gefallen. Weitere Videos in der Videobeschreibung. Haut rein. Ciao. Wir hoffen, unser Video konnte dir weiterhelfen. Falls ja, lass gerne eine positive Bewertung oder eventuell sogar ein Abo da, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Weitere Tutorials findest du auf dem Channel von uns oder in der Videobeschreibung. Falls wir ein Thema noch nicht behandelt haben, was du suchst, sag es uns bitte, schreib es in die Kommentare. Wir werden es so schnell wie möglich drehen und hochladen. Ansonsten fahrt tief und haut rein.